Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich versuche Mücke zu fangen. Das ist die erste. Wenn ich die erste töte, dann kommen die anderen bestimmt alle nicht dieses Jahr. Deswegen muss ich sie erwischen, aber nee, ich glaube, sie ist weg. Ja, dann kommen wir. Doch, da war sie gerade wieder. Verdammt. Egal, wir kommen trotzdem zum Thema und das Thema lautet, was ist denn jetzt toll, beziehungsweise ist es toll, dass kalte, nasse, vergleichsweise nasse, je nach Region sehr nass bis geht so nass, nasse Frühjahr, hat das ganz furchtbar tolle positive Auswirkungen auf die Natur und auf welchen Teil der Natur? Natürlich den Wald primär. Und kann man das jetzt schon so langsam erkennen und woran kann man es erkennen? Wir machen ein paar praktische Beispiele. Wichtig, das sind nur Beispiele, das ist nichts Repräsentatives und in keinster Weise irgendwas, was man verallgemeinern dürfte. Und nicht, weil der Ben hier jetzt einen Baum findet, dem so und so geht, hat das keinerlei Aussagekraft zu irgendwelchen anderen Bäumen, denen es möglicherweise auch so und so geht, aber vielleicht auch ganz, ganz anders. Ja? Das ist einfach nur so ein bisschen als Beispiel dann später zum Reinkommen. Woran erkennt man denn das? Was gibt es denn zu sehen, wenn man sich so einen Baum und den Kronenzustand von einem Baum, den Schädigungsgrad eines Baums angucken möchte und das ein bisschen abschätzen möchte? Und auch gerne bei Bäumen, die man über Jahre hinweg entsprechend beobachtet, kann man das für sich selber daheim dann einfach auch mal ein bisschen machen. Und darum ging es mir, dass ich das ein bisschen vormache und ihr das dann gegebenenfalls ein bisschen nachmachen könnt. Und außerdem gucken wir uns ein bisschen die Klimadaten an, beziehungsweise die Witterungsdaten zu den vergangenen Monaten und schauen mal wieder in den Dürremonitor rein. Das haben wir jetzt auch schon ein Weilchen nicht mehr gemacht. Ist auch immer hochinteressant eben in Verbindung mit dem tatsächlichen Waldbild und der generellen Situation, dass wir auch noch nie im Frühjahr uns mit der Thematik, wie geht es denn eigentlich dem Wald, gibt es jetzt eine Verbesserung oder nicht, so intensiv auseinandergesetzt haben. Deswegen, das sind alles so Sachen, da möchte ich einfach mal kurz noch ein bisschen reinschauen. Und interessant ist, was man jetzt zumindest schon mal sagen kann, die Prognosen verschiedener Langzeitwetterfrösche, ja, die grundsätzlich ohnehin von der Statistik her nicht viel valider sind als 51-49 Raten. So um den Dreh. Die eine Option hat 51% Wahrscheinlichkeit, die andere Option hat 49. Jetzt wissen wir nur leider nicht, welche ist. So in dem Stil. Ja, also es ist hochgradig ungenau und genügt nicht den normalen Anforderungen für empirische Forschung, wenn man versucht, den nächsten Sommer im vergangenen Herbst oder im vergangenen Winter vorherzusagen. Ja? Und allerdings, ich sag mal, es ist nicht gänzlich unwahrscheinlich, dass es tatsächlich so kommt, wie das eben die Langzeitmeteorologen vorausberechnen. Es ist vielleicht sogar ein bisschen wahrscheinlicher, dass es so kommt, wie es die Langzeitmeteorologen vorausberechnen, als dass es nicht so kommt. Ja? Und so gesehen können wir uns freuen, denn es ist nicht so gekommen. Die meisten, ich kenne sie jetzt nicht alle und ich bin ja auch kein Meteorologe, aber doch die meisten Langzeitwetterprognosen, die es gegeben hat, die eben die Intensität des nächsten Sommers vorhersagen wollten, haben gesagt, das sei wieder ein Dürresommer und damit der vierte in Folge. Wobei 2020 schon längst nicht mehr so ein schlimmer Dürresommer gewesen ist, abgesehen davon, dass natürlich durch die Ausdörrung, durch die vorhergegangenen Sommer ohnehin schon eine miese Ausgangslage geherrscht hat. Die herrscht übrigens leider immer noch. Und daher ist auch nicht so viel braucht an Wärme und an Trockenheit, um wieder erneut zu einer Dürre in Form von schweren Wachstumsbedingungen für die Vegetation zu führen. Ja? Und eben auch aufgrund dieser miesen Ausgangsbedingungen ist man davon ausgegangen bei der Prognose für den nächsten Sommer, dass es wahrscheinlich wieder zu einem Dürresommer kommen wird. Allerdings aktuell
Naja, wir können zumindest mal mit Sicherheit sagen, dass es schon mal kein dürres Frühjahr gegeben hat. Und es hat auch, wird wahrscheinlich, es wäre sehr seltsam, wenn sich das nochmal ändert, wird es ganz wahrscheinlich auch keinen dürren Frühsommer geben. Und inzwischen werden die Vorhersagen ja auch immer glaubwürdiger. Und es sind jetzt keine super Langzeitvorhersagen, die nur ein bisschen besser sind als Raten mehr, sondern auch so langsam mit meteorologischen Erfahrungen und Langzeit-Klimaentwicklungen, Luftdruckentwicklungen und so weiter und so fort. Abgleichbare Sachen, die zumindest mal sagen, dass der Juni mit Sicherheit auch jetzt nicht ein unglaublich trockener Juni werden wird. Also mit Sicherheit ist jetzt übertrieben, aber es wäre sehr, sehr seltsam, wenn das noch so kommen würde. Ja? Dass dann der Juli möglicherweise trocken werden könnte, das ist durchaus drin. Dass das auch im August passiert, ist auch durchaus drin. Und was dann im Herbst ist, habe ich keinen Schimmer. Aber das ist ja auch nicht mehr so entscheidend. Ja? Aber tatsächlich sieht es so aus, als könnten wir ein bisschen aufatmen und müssen zumindest nicht mit dem Worst-Case-Szenario klarkommen, dass wir schon wieder einen saumäßig heißen, sehr früh schon heißen, Hochtemperatursommer mit kaum Niederschlägen bekommen, damit sich zum Beispiel ein gewisser Borkenkäfer noch besser und noch weiter ausbreiten kann. Tatsache ist nämlich, dass durch den teilweise auch durchaus kalten Winter wir zumindest hoffen können, dass der eine oder andere Borkenkäfer sogar erfroren ist. Der braucht zwar wahlweise, je nachdem, wem man da glaubt, da gibt es zwei verschiedene Ansichten innerhalb der Käferforschung, die ich jetzt literaturstudiumstechnisch rausfinden konnte. Ich stecke aber auch nicht ganz tief in der Entomologie, deshalb seht es mir nach. Aber es sieht wohl so aus, als müsste man entweder einmal knalle kalte Temperaturen haben, also so richtig knalle kalt, so irgendwie minus 12 und kälter, damit der Käfer schlagartig erfriert, oder vielleicht geht auch beides, ne? Eins von beiden wäre auch denkbar. Oder über mehrere Tage hinweg so eine feucht, ziemlich kalte Witterung, mit der der auch gar nicht klarkommt, der Käfer, und dann auch nach und nach zumindest eingeht. In jedem Fall hatten wir ein bisschen was von beidem tatsächlich im Winter. Und die Chance, gerade in den Mittelgebirgen, wo der Käfer ja besonders auch gewütet hat, dass da es dann auch gereicht hat, um den Käfer ein bisschen einzugefrieren und zu Käfer-Iglo zu machen, ja, die Chance ist da. Also dass es da gewisse Verluste von 20%, 30%, 40% der Population vielleicht gegeben haben könnte. Das ist dann immer noch genug. Das ist dann bei weitem immer noch genug. Aber schränkt das Wachstum, das exponentielle Wachstum des Käfers dann doch nochmal etwas ein. Insbesondere da die Wachstumsgeschwindigkeit vom Käfer sehr stark von der Außentemperatur abhängt. Wenn es warm ist, kann der schneller Zellteilung machen und so weiter und so weiter. Und dann wird er schneller groß und dann macht schneller Puff und dann fliegt er wieder rum. Und wenn es kalt ist, dann geht das alles viel, viel, viel langsamer. Und bisher ist es ja nach wie vor eher sehr kühl bis hin zu sensationell kühl, fast schon. Ja? Und das ist durchaus was Gutes, weil für den Käfer ist das scheiße. Der kann sich nur sehr, sehr langsam entwickeln. Er stirbt nicht dran, aber es braucht alles Zeit. Das heißt, wir werden dieses Jahr auf keinen Fall mehr 4 Generationen Borkenkäfer bekommen. Das ist jetzt ausgeschlossen. Wir kriegen wahrscheinlich auch keine 3 Generationen Borkenkäfer mehr. Vielleicht in manchen Ecken gerade noch so eine 3. Generation. Vielleicht, aber ist auch unwahrscheinlich. Ist unwahrscheinlich. Und wird sogar mit einem, damit eben entsprechend mit einem 2-Generations. Und in manchen Ecken, jetzt bin ich optimistisch, vielleicht sogar mit einem Generation Fichten-Borkenkäfer-Jahr zurechtkommen. Ja? Und das wird dann die Insgesamtzahl des nicht noch im Umlauf befindenden Käfers, ich prophezeie jetzt einfach, das wird die Gesamtzahl des im Umlauf befindlichen Käfers drastisch reduzieren. Dann kommt ja noch erschwerend dazu, dass der inzwischen auch fast alle Fichten aufgefressen hat. Das ist jetzt auch übertrieben, aber doch so große Löcher in die Fichten gefressen hat, dass die
Entschuldigung, die Fichten, die nicht angefressen worden sind, denen darf man jetzt auch zutrauen, dass das einen Grund hatte, warum ausgerechnet die Fichten nicht angefressen worden sind. Kann natürlich sein, dass der Käfer da einfach nicht vorbeigekommen ist. In dem Fall umso besser, dass jetzt weniger Käfer unterwegs ist. Oder es hängt wirklich damit zusammen, dass das halt ein bisschen resistentere Fichten oder ein bisschen besser wasserversorgte Fichten gewesen sind, die dann mit weniger Käfer auch in der Zukunft gut klarkommen werden. Das heißt, uns bleibt die Fichte in den selbst in den Regionen, wo sie jetzt massiv verschwunden ist, zumindest kleinräumig und in einzelnen Häppchen vielleicht noch etwas länger erhalten als nur bis ja, dieses Jahr. Also alles in allem weckt das schon Hoffnung. Also das Frühjahr weckt wirklich, wirklich, wirklich Hoffnungen für den Wald, für die Gesamtwaldfläche vor allen Dingen, weil ein weiteres Wegsterben der Fichte ist ja ökologisch gesehen für die Gesamtwaldökologie nicht so dramatisch, aber die Waldfläche, da der Wald ja zu großen Teilen aus Fichte besteht, leidet darunter halt sehr und wir haben schlicht und ergreifend viel weniger Wald, wenn wir alle Fichte verlieren, betrifft das ein Viertel bis ein Drittel, je nach Region, der Waldfläche. Das ist ein Haufen, also wirklich ganz, ganz viel. Diejenigen von uns, die aus Regionen kommen, die eben massives Fichtensterben erlebt haben, Siegerland, Sauerland, Harz, um mal so drei Beispielregionen zu nennen, da ist wirklich massive Einschnitte in die Bewaldung der Landschaft, sind da leider passiert. Das sieht echt nicht schön aus. Im Harz war ich noch nicht, Siegerland, Sauerland habe ich gesehen. Ja, also herzliches Beileid an diejenigen, die da leben. Da wird wieder was wachsen, da kann ich euch gleich auch mal trösten. Also ihr werdet, selbst wenn ihr noch nicht mehr ganz jung seid, ihr werdet noch erleben, dass da wieder ein Wald, in dem ihr nicht mehr drüber gucken könnt, dass der da wieder steht. Ja, das würde ich prophezeien. Ja, es ist kein schöner Anblick. Es ist wirklich, wirklich kein schöner Anblick. Ein Grund mehr, weshalb einfach die niedrigen Temperaturen bisher wirklich ein Segen sind für die Entwicklungsgeschwindigkeit diverser Schadinsekten. Übrigens gilt das nicht nur für den Borkenkäfer, sondern das gilt für alle, so ziemlich alle Insekten. Die sind alle temperaturabhängig, was ihre Entwicklungsgeschwindigkeit angeht. Und das tut wirklich, was die Schädlinge angeht, jeder Baumart mit ihren individuellen Schädlingen einfach nur gut, wenn die sich langsamer entwickeln können und keine Chance mehr, je nach individueller Biologie, auf eine zweite oder eine dritte Generation an Larven mehr besteht. Jo, und jetzt fängt es hier langsam an zu regnen. Dann mache ich mir natürlich vor allem Sorgen um meine Kamera, aber ich glaube, ich habe noch ein kleines bisschen. Details, wie nass und wie kalt es wo jeweils gewesen ist, machen wir dann später, nachdem wir noch ein paar Baumbeispiele für sieht es besser aus als vorher oder sieht es schlechter aus als vorher, Beispiele. Das ist natürlich nichts, was man in irgendeiner Form auf Gesamtdeutschland übertragen kann. Das ist wichtig. Wir gucken uns einfach ein bisschen was an, dann könnt ihr mal so ein bisschen sehen, was kann man denn da so sehen, wie kann man denn das so ansprechen. Das machen wir gleich. Und habe ich sonst noch was zu sagen, bevor wir das machen? Ich denke mal kurz noch drüber nach. So, da haben wir es jetzt zu tun mit einem Exemplar von Ahorn. Das ist jetzt mit der Belichtung immer schwierig, Baumkrone gegen Himmel. Aber das ist auch ganz gut, wenn der Kontrast da hoch ist, weil so können wir ganz gut sehen, dass eben diese Krone nicht besonders üppig ausfällt. Da dieser Ahorn hier noch recht spät ausgetrieben ist und die Blätter vermutlich noch größer werden, wird sich das Kronenbild generell noch etwas verbessern. Aber das ist nicht toll, wie der hier dasteht. Und gerade wenn wir in die obere Krone hochgucken und in der oberen Krone auch noch ein wenig heranzoomen. Zack. Na. Dann können wir erkennen, dass es sich gerade bei den allerletzten Ästen, Zweigen natürlich, streng genommen, nicht gerade um eine besonders üppige Belaubung
handelt. Das heißt, die sind ganz außen zwar nochmal ausgetrieben, jeweils an der Spitze. Also die jeweilige Terminalknospe des jeweiligen Zweigs ist noch versorgt worden, so als allerletzter Teil des Zweiges. Interessant ist aber eben unterhalb des äußeren Bereichs die kleinen winzigen Seitenzweigchen vom jeweiligen Haupttrieb, die sind nicht nochmal ausgetrieben und sind damit wahrscheinlich jetzt auch ziemlich tot. Warum ausgerechnet die Terminalknospe noch versorgt? Warum das äußerste Stückchen ist da noch ein bisschen Leben vorhanden gewesen? Warum konnte das wieder austreiben? Naja, weil schlicht und ergreifend am wichtigsten ist fürs Höhenwachstum des Baums. Der wird also alles unternehmen, was irgendwie in seiner Macht steht, um sicherzustellen, dass die aller äußersten Teile und der höchste Bereich der Krone nicht vollständig abstirbt, weil damit wäre das Höhenwachstum an dieser Stelle beendet. Ja, wenn da alles komplett abgestorben ist, ist es nicht mehr möglich, da irgendwie weiter zu wachsen und man würde an Höhe verlieren und für den Baum gilt, Höhe ist gleich Überlebensvorteil, nämlich nur wer höher ist als alle anderen, der steht am nächsten am Licht und kann davon profitieren, dass die Krone, die über allen anderen liegt, überhaupt keinen Schatten von irgendjemand anders abbekommt. Also Höhe ist schon ein wesentlicher Faktor und auf diesen Überlebensfaktor wird auch nur dann verzichtet, wenn es unbedingt sein müsste. Und das heißt, wie stark geschädigt war dieser Ahorn letztes Jahr, wie stark geschädigt ist er heute? Letztes Jahr ordentlich, heute bisschen weniger, eben da er wieder bis oben hin zumindest mal belaubt ist und keinen ja großflächigen Kronenverlust erlitten hat. Die Tatsache, dass er an den Spritzen der Triebe noch Blätter aufweist, bedeutet, dass auch lebendes Gewebe unterhalb vorhanden sein muss, denn die Nährstoffe und das Wasser, das zum Ausbreiten der Blätter ganz oben vonnöten ist, muss da ja auch irgendwie hingelangen können und das geht eben nur, wenn es da unten drunter auch noch lebendes Gewebe gibt und von da können nach und nach auch neue, frische, dann auch wieder nährstoff- und wasserversorgte Zweigchen entstehen und die Krone da oben dann auch wieder dichter machen. Aber das ist schon mal ein interessantes Bild, was wir hier sehen können. Gucken wir uns mal noch einen anderen Baum an. Der üppige Baum hier jetzt in der Bildmitte, das ist eine Rosskastanie. Eigentlich nichts, dem man in Deutschland jetzt besondere Zukunftsaussichten als besonders ertragsreicher Baum in der Zukunft und besonders klimastabiler Baum in der Zukunft. Es wird die nirgendwo großartig aufgeführt. Tatsache ist, dass zumindest hier in meinem kleinen Einzelbeispiel, ja, und mehr heißt das auch nicht, außer dass es jetzt eine kleine Momentaufnahme und ein einzelnes Beispiel ist, ist die Rosskastanie hier der mit am besten sich wieder erholendste und auch generell gerade beim aktuellen Zustand am besten dastehendste Baum. Ja, das gilt auch für alle anderen hier im Umkreis. Die sehen alle ganz hervorragend aus, sind ordentlich am Blühen, sind maximal belaubt, soweit sie überhaupt nur belaubt sein können, zumindest fast, und sehen also wirklich sehr, sehr vital aus. Das überrascht ein bisschen, damit hätte ich jetzt auch nicht so sehr gerechnet, aber naja, in jedem Fall ist das eine gute Nachricht und kann auf keinen Fall schaden. Hier hätten wir ein Kiefernbild. Das sind beide Schwarzkiefern, also gar nicht die heimische Kiefer, die man kennt, sondern eben die noch deutlich dürreresistentere und vertrockenere Standorte geeignete Schwarzkiefer. So sagt man zumindest, dass sie das sei. Das ist alles immer noch so ein bisschen in der Schwebe. Und wie man hier unschwer erkennen kann, das Exemplar rechts, ja, sieht jetzt nicht ganz katastrophal aus. Ist jetzt aber auch nicht besonders super. Das Exemplar links hingegen, die ist sehr vital, sieht sehr gut aus, hat interessanterweise sogar einen Zwiesel, wie ihr hoffentlich erkennen könnt. Das ist bei Kiefern eher ein sehr seltenes Phänomen, dass die tatsächlich mehrstämmig und dann auch noch so groß werden, kann man nur selten beobachten. Ja, hier ist vor allen Dingen interessant, dass die beiden Bäume etwa 8 Meter auseinander stehen. Wenn man jetzt näher rangehen würde, könnte man das auch schöner erkennen. Und trotzdem muss wohl offenbar die linke Kiefer einen deutlichen Wuchsvorteil gehabt haben. 8 Meter weiter sind die Wachstumsbedingungen scheinbar erheblich besser als eben 8 Meter weiter rechts, beziehungsweise schräg vorne von uns aus gesehen.
Und das scheint einen großen Vorteil darzustellen. So, und wenn wir jetzt mal runter gucken, unabhängig jetzt von irgendwelchen klimatischen Dingen, dann stellen wir fest, tatsächlich steht unsere Kiefer links größtenteils umgeben von wasseraufnahmefähigem, relativ ungehindert wasseraufnahmefähigem und unverdichtetem normalen Boden, während unsere Kiefer rechts, also die mit der weniger gut ausgeprägten Krone, inzwischen eine Baumart, ein Baum ist, der in den Parkplatz sozusagen reingepflanzt worden ist. Jetzt ist der Parkplatz hier nicht asphaltiert und damit auch nicht wasserdicht. Da dringt also schon noch ein bisschen Wasser in den Boden ein. Aber das dürfte doch alles so verdichtet und so nicht mehr naturgemäß sein vom Boden her, dass wir hier also einen Einfluss vermuten können, der dadurch wahrscheinlich herrscht. Möglich ist auch, dass die Wurzelentwicklung massiv gestört ist durch eben den verdichteten Parkplatzboden, und den Parkplatz gibt es hier schon ziemlich lange meines Wissens, also jedenfalls länger als mich oder zumindest so lange, wie ich mich erinnern kann, ist er schon da gewesen. Und wie alt eine Schwarzkiefer in der Größe ist, ist schwer zu sagen, weil die steht hier ja schon relativ solitär rum, ja, und hat allen Platz für ihre Krone zur Verfügung. Das heißt, theoretisch ist die noch nicht sonderlich alt. Schwarzkiefern können potenziell zumindest schon sehr schnell wachsen, und wenn sie dann Licht von allen Seiten bekommen, die kann durchaus erst 30 Jahre alt sein oder sowas um den Dreh, vielleicht sogar noch einen Ticken jünger. Ja, Tatsache jedenfalls, Schwarzkiefer sieht im Vergleich zumindest mit den Kiefern der näheren Umgebung, mit den normalen Kiefern, auch wenn ich jetzt keine in der direkten Umgebung rumstehen habe, wo man jetzt wirklich einen krasseren Vergleich machen könnte, aber generell ist das Potenzial unserer Schwarzkiefern hier beide zumindest noch so weit gesund, dass man sich keine großen Sorgen drum machen muss, und auch die rechte, trotz der Bedingungen, dass sie auf einem Parkplatz steht, sieht dafür eigentlich auch noch ganz gut aus, und unsere linke ist ja wirklich ganz hervorragend. Das lässt schon einfach als Momentaufnahme so ein bisschen die Bestätigung zu, dass Schwarzkiefer auf jeden Fall eine Baumart wäre, die Dürrestress relativ gut verträgt. Das können wir, glaube ich, so erstmal festhalten. So, bei diesem Bild hier bitte auch wieder die Bildmitte vor allen Dingen beachten und die obere Baumkrone dieser Buche hier, die ist schon ziemlich alt. Die steht da auch eigentlich ganz gut, wo sie steht, und wir können eine deutliche Kronenverlichtung auf jeden Fall feststellen. Dafür muss man jetzt auch kein großer Experte sein, um das hier sehen zu können. Die Frage ist jetzt allerdings die: Ist das jetzt signifikant besser als letztes Jahr? Und da muss ich sagen, ein bisschen vielleicht. Man muss natürlich noch dazu sagen, die Buchenblätter sind hier auch noch recht klein. Die werden noch einen Ticken größer. Möglicherweise kommt auch noch das eine oder andere zusätzliche späte Blatt dazu. Aber viele sind das auf jeden Fall nicht mehr. Und das ist es im Grunde, was die Buche hier oben, insbesondere im oberen Kronenbereich, noch an Belaubung hat aufbringen können. Ja, und die Situation ist generell nicht ganz so doll, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte und wie ich das jetzt auch zu hoffen gewagt hatte. Wir sehen, bis auf den allerobersten Ast ist die Krone wenigstens nicht abgestorben. Ja, also der linke Bildmitte, so ungefähr dieser Ast, der ist tatsächlich hin. Das ist auch, ja, ob es der höchste war, ist von hier aus auch schwer zu sagen. Könnte auch sein, dass der Bereich da rechts ein bisschen höher liegt und sich die Buche auf den Bereich rechts konzentriert hat, weil sie halt einen Bereich, der besonders weit oben liegt, am Leben erhalten wollte und nicht zwingend alle hohen Ausläufer. Und das war wahrscheinlich die strategische, sozusagen die strategische Entscheidung, die dem hier zugrunde liegt. Aber ansonsten ist die obere Krone tatsächlich zumindest mal nicht abgestorben. Letztes Jahr, muss ich sagen, im Sommer hatte sie teilweise nur noch einzelne, ganz wenige letzte Blätter, die da oben gehangen sind. Und das ist schon ein wenig besser geworden. Und man muss eigentlich fast schon froh sein, dass nicht alles abgestorben ist und die komplette obere Krone aufgegeben werden musste. Der Vollständigkeit halber, die Buche hier, die ist trotzdem jetzt noch lange nicht dem Tode geweiht. Auch wenn die obere Krone sehr schlecht aussieht, weil wenn wir ein bisschen dran runtergehen,
dann stellen wir eben fest, dass es hier unten in dem Bereich deutlich dichter wird von der Belaubung. Das ist jetzt immer noch nicht besonders super, aber immer noch ein ganz anderes Bild als eben der obere Kronenbereich. Und wenn wir noch ein Stückchen weiter runter gehen, dann sehen wir ja buchentypische, auch Buchen schattwerfend intensive Belaubung. Und das geht dann bis unten auch so weiter. Also so sollte eine zumindest halbwegs gesunde Buche, sage ich jetzt mal, in der Belaubungsintensität auch in etwa aussehen. Dass man sich das einfach mal so zum Vergleich vorstellen kann. Es ist ganz typisch, dass die Intensität der Belaubung nach oben hin bei Dürrestress eben immer weiter abnimmt, weil je höher das Wasser transportiert werden muss im Baum, desto mehr Spannung, desto mehr Druck ist erforderlich, um das Wasser eben auch nach oben zu bekommen. Und das wird umso schwieriger, je weniger Wasser vorhanden ist, dann die notwendige Saugspannung dafür sozusagen aufzubringen. Wie ich das auch schon beim Ahorn angedeutet habe, außerdem, wenn man die obere Krone absterben lässt, ja, dann hat das keinen Einfluss auf alles, was drunter liegt. Ja, also wenn irgendwelches pflanzliches Gewebe hier unten abstirbt, in diesem Bereich vom Stamm beispielsweise, also wirklich der zentrale, der Stamm tatsächlich an der Stelle kurz wegstirbt, sage ich jetzt mal, ja, dann ist logischerweise auch alles oberhalb, weil damit auch die Wasser- und Nährstoffleitfähigkeit des Stamms mit abstirbt, ist alles oberhalb automatisch auch tot. Deswegen ist die einzige Möglichkeit, sich von einem Teil seiner Krone zu trennen als Baum, besteht entweder darin, wirklich von oben nach unten zu arbeiten, oder man arbeitet von außen nach innen. Und hier seht ihr, ne, am Ast Bild Mitte rechts ungefähr, das hat ebenfalls stattgefunden. Also auch hier ist ein Seitenast vollständig abgestorben, der offensichtlich als nicht besonders notwendig erachtet worden ist. Das ist alles noch nicht so hundertprozentig untersucht, aber es gibt schlüssige Vermutungen, sage ich jetzt mal, dass Bäume schon irgendwie steuern können und anhand irgendwelcher Kriterien auswählen können, welche Äste sie trocken fallen lassen und welche Äste nicht, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Ja? Dass es da solche Mechanismen gibt, weil wir manchmal eben relativ häufig eben doch so Beispiele dafür finden, dass es so aussieht, als hätte man die wichtigsten Äste, die am meisten Sonne bekommen, am ehesten am Leben erhalten, und viele andere Äste, bei denen das jetzt nicht so aussieht, als seien die unbedingt erforderlich, sind halt dann abgestorben. Aber das sind nur so Vermutungen und Beobachtungen, so wirklich, wirklich spruchreif ist das alles noch nicht, also nagelt euch da drauf oder mich nicht da drauf fest. Über diese Baumkronengruppe hier können wir noch sprechen. Ganz links, das etwas hohe, relativ lichte Teil, das ist der Ahorn, den wir am Anfang schon angesprochen hatten. Aber seine Kronengruppe hier, also das, was man von hier schön sehen kann, die sieht dieses Jahr als Gesamtbild doch erheblich besser aus, als das noch letztes Jahr der Fall war. Auch die sehr üppig belaubte Kastanie ist ein Teil davon. Die befindet sich direkt rechts neben dem Ahorn, ist also der zweite Baum von links sozusagen. Und sorgt eben durch ihre sehr dichte Belaubung dafür, dass die Gesamtgruppe hier grüner und dichter erscheint. Das ist auch durchaus nicht unwichtig, dass eine Gesamtdichtigkeit entsteht. Die sorgt nämlich dann dafür, dass eben mehr Schatten am Boden landet, was wiederum dazu führt, dass sich der Boden weniger aufheizt und weniger Wasser verdampft, das viel besser von den Wurzeln aufgenommen werden sollte. Das heißt, es ist also wirklich eine gute Sache, wenn sie ordentlich Schatten nach unten werfen. Viel Schatten ist das nicht, weil das hier ja in jedem Fall nur eine einzelne Baumgruppe ist, die von allen Seiten mehr oder weniger besonnt wird, je nach Sonnenstand natürlich. Aber das ist ein insgesamt doch wirklich erheblich verbessertes Bild im Vergleich zum Vorjahr. Und auch wenn wir da noch mal ein wenig ranzoomen, stellen wir fest, gerade im mittleren Kronenbereich hier in diesem Gebiet, da sieht das eigentlich ganz gut aus. Rechts haben wir noch mal eine Problembuche. Die hat sich, anders als die andere Problembuche, die ich euch eben gezeigt habe, allerdings sichtbar verbessert im Vergleich zum Vorjahr. Wobei wir auch da wieder festhalten müssen, es wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser im Lauf des Frühjahrs, wenn sie dann noch mal die Blätter vollständig und komplett entfalten konnte. Sorry wegen dem vielen Autoverkehr, aktuell kommt hier gerade jeder angefahren.
Zwar wirkt die Krone dieser Buche hier insgesamt relativ licht und kann jetzt auch keinen Bereich aufweisen, bei dem man sagen würde, oh, da sieht sie aber gesund aus, da hat sie aber einen schönen belaubten Ast, der richtig dicht macht. Das hat sie alles nicht, aber eben im Vergleich zu unserer vorhergehenden Buche hat sie keinerlei Verlichtung im oberen Kronenbereich oder zumindest nur sehr wenig, also viel weniger deutlich als beim anderen Exemplar. Das heißt, die steht vom Gesamtschädigungsgrad, vom permanenten Schädigungsgrad her, sage ich jetzt mal, weil solche verlorene Kronenbereiche im oberen Bereich, die sind viel schwieriger zu regenerieren als Gesamtmasse an Laub, steht die Buche hier also jetzt fast besser da. Ja, eine mögliche Erklärung wäre, warum jetzt die hier keinen größeren Schaden im oberen Kronenbereich aufweist, dafür aber insgesamt ein bisschen lichter aussieht, ist einfach, dass sie ihre verfügbaren Ressourcen sehr gleichmäßig verteilt. Dass also überall gleich viel Wasser sozusagen im gesamten Bereich der Gesamtkrone verwendet worden ist und eine Differenzierung zwischen erstmal darum kümmern, dass die unteren Bereiche noch ganz bleiben und erst dann gucken, dass man auch noch die Krone retten kann, also die obere Krone. Das hat die hier nicht gemacht, sondern eben einfach, was da war, möglichst gleichmäßig im gesamten Baum verteilt, im gesamten Kronenraum verteilt. Und auch da gibt es also schon verschiedene Möglichkeiten, wie einzelne Baumindividuen mit der Dürre umgehen. Hier ist noch ein interessantes Baumbeispiel. Hier bin ich nämlich eigentlich davon ausgegangen, bei dem Exemplar wieder in der Bildmitte, dass da ein Überleben bzw. ein Wiederaustrieb 2021 wahrscheinlich nicht mehr stattfindet. Hat doch noch gereicht. Ob das jetzt zu einem langfristigen Überleben allerdings reichen wird, das ist nochmal sehr fraglich. Schauen wir mal hoch und ihr seht, eigentlich sieht das Ding ziemlich tot aus, bis hier. Aber wenn wir dann doch noch höher gehen, finden wir einzelne Blätter. Das ist auch wieder ein Ahorn. Die haben hier offensichtlich keinen guten Stand. Die guten Bergahörner fühlen sich hier nicht so wirklich wohl. Und es hat doch tatsächlich auch hier wieder gereicht. Also individuell scheint ein Ahorn großen Wert darauf zu legen, die obersten Triebspitzen da zumindest jeweils nochmal auszutreiben, um eben das Höhenwachstum sicherzustellen, dass das noch weiter stattfinden kann. So alt ist der auch noch nicht, besagter Ahorn. Das heißt, man kann sich schon gut vorstellen, dass Höhenwachstum genetisch, strategisch für diese Pflanze schon noch eine Rolle eigentlich spielen würde, und daher legt sie den größten Wert drauf, dass das weiter stattfinden kann. Aber diese paar Blättchen da oben bei ansonsten ziemlich kahlem Stamm und kaum noch einer nennenswerten Krone weiter unten, also da sehe ich fast nur kahle Äste, da brauchen wir uns keine Illusion hingeben, dass sobald auch nur die kleinste Schwierigkeit auftritt, der Baum vollständig hin ist. Insbesondere wenn wir noch ein Stückchen weiter runter gehen. Hier sehen wir auch eine starke Schädigung des Stamms. Ich kann das jetzt leider nicht mehr näher ranzoomen und durch die Blätter ist es auch nur schlecht zu erkennen. Aber das ist ganz klar, dass da auch Rindenverletzungen und Krankheit mit eine Rolle spielen beim Zustand dieses Baums. Also den können wir abschreiben. Mich überrascht ohnehin, wie gesagt, dass er nochmal ausgetrieben ist. Zum Schluss hier noch ein Beispiel aus dem Bestand von unten betrachtet. Die kann ich leider nicht von der Seite zeigen. Das geht einfach aus technischen Gründen nicht. Ist im Wald oft so, dass man nicht seitlich in die Baumkrone reingucken kann, sofern man nicht entweder ein Eichhörnchen ist oder ein Jetpack dabei hat oder irgendwo ein Kran steht, der einen hochzieht. Und in letzterem Fall würde ich mich nicht hochtrauen, weil ich ja bekanntermaßen, also wer es noch nicht wusste, ich habe Höhenangst und da hätte ich dann Schwierigkeiten. Ja, wir sehen hier eine Kirsche, die ist jetzt noch nicht sehr alt, dementsprechend ist auch nicht damit zu rechnen, dass sie eine besonders riesige Krone ausgebildet hat. Wie alt wird die sein? So 30, 40, irgend sowas um den Dreh, dürfte vielleicht hinkommen. Und das ist also für eine Kirsche jetzt kein besonders hohes Alter, es ist auch kein Baby mehr. Man sieht auch an der Höhe des Baums, dass da schon ein bisschen was zusammengekommen ist. Aber das sieht jetzt alles nicht besonders dicht aus hier, die Krone.
unserer Kirsche. Tatsache ist aber, dass eine Kirsche eigentlich eine sehr dürreresistente Baumart ist. Also unter den heimischen Baumarten hier übrigens fast alles, was man sehen kann, Kirsche. Was hier so dicht belaubt ist, das ist Efeu. Also direkt am Stamm dicht belaubt, alles Efeu. Und ansonsten seht ihr hier fast nur Kirschenkronen, die eben nicht besonders schattwerfend aussehen. Und das liegt aber in der Biologie der Kirsche. Kirsche ist eine Lichtbaumart, das bedeutet, sie benötigt viel Licht. Ihr Nachwuchs benötigt dann auch wieder viel Licht. Und sie bildet keinen besonders dunklen Wald aus, wenn man sie also im bestandesmäßigen Zusammenhang hinpflanzt. Ja? Das heißt, das ist ein recht normales Bild für Kirsche. Sogar so normal, dass ich nicht behaupten kann, dass man hier noch irgendwie sehen könnte, dass die Kirschen, die hier stehen, besonders dürregeschädigt wären. Ich betone nochmal, das ist hier bloß eine kleine Momentaufnahme und ein winziges Einzelbeispiel und hat als solches jetzt nicht wirklich Aussagekraft für die gesamte Forstwirtschaft oder die gesamte Waldentwicklung Deutschlands. Ja. So, und das war's auch schon mit den Beispielen. Damit gehen wir zurück ins Studio und gucken uns noch mal ein paar Zahlen, Daten, Karten und vielleicht auch Tabellen an. Dann bringen wir uns doch erstmal kurz auf den gleichen Kenntnisstand und wiederholen mal ein wenig, was die letzten 3 Jahre so passiert ist. 2018, super Dürre, super trocken, nicht besonders super heiß, also immer noch super heiß genug, aber vor allen Dingen wahnsinnig trocken. Abzusehen war, dass die Waldschäden erst 2019 völlig messbar und sichtbar werden würden. Das ist auch so gekommen. Wir hatten 2018 zwar hohe Laubverluste, aber eben noch relativ normale Absterberaten bis hin zu fast unveränderte Absterberaten, mehr oder weniger deutschlandweit. In den krass betroffenen Regionen gab es dann durch den Borkenkäferbefall, der 2018 bereits begonnen hat, dadurch dann erhöhte Absterberaten bei Fichte, aber bei allen anderen Baumarten weniger. So, 2019 dann die volle Sichtbarkeit der Schäden oder auch eben die nicht mehr Sichtbarkeit des Waldes, deswegen habe ich das mal in Anführungszeichen gesetzt. Das war auch so zu erwarten, das ist bei großen Katastrophen wie eben Dürren immer so, dass man im Jahr der Katastrophe selber das noch gar nicht völlig überblicken kann, wie viel das angerichtet hat und die Spätschäden dann erst im folgenden Jahr richtig sichtbar werden. Leider war 2019 selbst auch wieder sehr trocken und sehr warm, was wahrscheinlich mit zu einer Verstärkung der Schäden geführt hat und dann auch Grund war an der enorm hohen Absterberate. Also so eine hohe Baumabsterberate hat man bisher noch nie gemessen in Deutschland, wie die größtenteils 2019 in vielen Fällen festzustellen war, und die lag dann 2020 auf ähnlich hohem Niveau in manchen Gebieten und hat sich dann nicht wirklich verbessert. Allerdings muss man bei diesen Absterberaten auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist erstens mal die prozentuale Zahl der Bäume, die von einem Jahr aufs andere tot aufgefunden worden sind beim Kontrollieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass eben während diesen beiden Testperioden, diesen beiden Zählperioden, sage ich jetzt mal, ein Baum nicht gänzlich abgestorben ist, aber entnommen wurde. Und nicht jedes Bundesland quittiert entnommen worden, direkt als eines natürlichen Todes gestorben. Und das fällt dann in die Absterberate nicht unbedingt rein. Weshalb wir nicht genau wissen, inwiefern der Waldverlust 2020 oder zumindest wirklich im Gesamtzeitraum 2020 von Januar bis Dezember nicht eventuell sogar noch höher gewesen ist als 2019, dass da also auch nochmal die Spätfolgen von 18 und von 19 da zusammengehauen haben, aber zumindest die reinen Zahlen sind nicht viel größer geworden, weil eben auch 2020 ein nicht mehr ganz so schlimmes Jahr war und wir natürlich auch sagen müssen, dass 19 und 18 bereits die besonders geschwächten Bäume als erstes sterben. Und was 2020 dann noch gestorben ist, waren schon die fast während
Ganze noch durchgekommen, Kandidaten. Was uns dazu bringt, dass wir jetzt aktuell zwar eine deutliche Ausdüngung des Waldes haben, aber eben diejenigen übrig geblieben sind, die ohnehin schon relativ gut dagestanden sind und die Schwächsten jetzt erstmal weg sind. Das heißt, die neuen Schwächsten sind immerhin in der Lage gewesen, die Belastung durch 18, 19 und 20 zu überleben. Die neuen schwächsten Bäume im Kollektiv sind also erheblich stärker, als es die schwächsten Bäume vor 2018 gewesen sind. Das ist vielleicht eine positive Nachricht, die ich an dieser Stelle mal so in den Raum werfen kann. Und bisher haben wir eben durch das für den Wald gute, ich sage jetzt mal gut, nicht großartig, aber gute, mindestens gute Frühjahr. Noch ein paar leichte Verbesserungen, die wir bereits sehen können. Das ist aber auch nur so eine Momentaufnahme und auch noch ein bisschen subjektiv, weil man da halt noch nicht verlässliche Zahlen zu haben kann. Auch ist bei allen Baumarten, je nach Höhenlage, noch der Laubaustrieb noch gar nicht 100% abgeschlossen. Und das verwischt das Ganze auch noch mal ein wenig. So, aber was wir jetzt noch tun können, ist uns halt mal wirklich anzuschauen, wie gut oder schlecht war denn das Frühjahr jetzt ganz konkret. Dazu gibt es natürlich Zahlen, meteorologische Zahlen und auch Zahlen zum Wasserhaushalt im Boden und im Ökosystem, wie es da gerade aktuell aussieht und wie es da schon ausgesehen hat. So, und dann kommen wir jetzt aber wirklich zu den Zahlen, und zwar zu denen vom Wetterkontor. Die machen diese hervorragenden Karten, wo man sich für jeden beliebigen Monat und jedes beliebige Jahr die Monatswerte im Vergleich zum langjährigen Mittel angucken kann. Das besagte langjährige Mittel, das ist immer ein 30-Jahres-Zeitraum, den kann man auch auswählen. Man hat die Wahl zwischen 1961 bis 90. Dann die Variante 1981 bis 2010 und dann gibt es noch 1991 bis 2020. So, und je nachdem, welche Periode man nimmt, weil diese Perioden immer wärmer geworden sind, sind die Abweichungen je nachdem besonders groß. Ich habe mich jetzt für die Karten, die ich euch zeige, bis auf eine Ausnahme zum Vergleich, für die Referenzperiode 1961 bis 1990 entschieden, was daran liegt, dass das auch die Periode ist, die im Pariser Klimaabkommen verwendet worden ist, um zu sagen, wir wollen die Temperatur auf maximal 1,5 Grad über der Referenzperiode von 1961 bis 1990 begrenzen. Und das ist jetzt ganz interessant, weil hier können wir auf dieser Karte direkt sehen, welche Orte im Februar 2021 denn schon zu warm gewesen sind als diese 1,5 Grad, also deutlich wärmer als diese 1,5 Grad. Schönes Beispiel ist Düsseldorf. Düsseldorf hat sich ans Pariser Klimaabkommen gehalten. Da sind es genau 1,5 Grad. Münster, Osnabrück ist sogar drunter geblieben. Sylt, ganz brav, hat sich überhaupt nicht erwärmt im Vergleich zu 1961 bis 90 und immer so weiter. Ihr könnt es ja selber sehen, Kempten zum Beispiel 3,6 Grad, deutlich wärmer gewesen. Gerade in den Alpen hat sich die Temperaturerhöhung auch deutlich spürbarer bemerkbar gemacht im Laufe der Zeit. Hochgebirge und Polarregionen erwärmen sich deutlich schneller als eine normale Durchschnittslandschaft, sage ich jetzt mal. Also man kann alles ganz, ganz schön hier ablesen. Und wie warm ist das jetzt so insgesamt? Ist das ein besonders warmer Februar? Ja, er ist schon ziemlich warm. Auch nachdem wir jetzt eine gewisse Erwärmung inzwischen gewöhnt sind, ist das immer noch ein recht warmer Februar, wenn auch nichts Auffälliges, nichts, weshalb man jetzt irgendwie besonders aus dem Häuschen sein sollte. Also, ne? Einfach innerhalb der ohnehin schon stattfindenden Erwärmung ein recht normaler, bisschen zu warmer Februar. Gucken wir uns den März an.
gleiche Grafik, andere Zahlen. Der März wiederum, der wäre in Anbetracht dessen, dass wir hier rausrechnen müssen, dass sich die Erde sowieso erwärmt hat, ein relativ kühler bis hin zu sogar ein bisschen unterdurchschnittlich, je nachdem in welcher Region wir uns befinden, temperaturtechnisch gewesen. Im Norden tendenziell etwas, ein Hauch zu warm, im Süden dafür ein kleines bisschen kühler, als man das zumindest verglichen mit dem Zeitraum bis 2020, also 1991 bis 2020, da würde die Grafik hier anders aussehen und wir hätten deutlich mehr Bereiche um die Null, bis hin sogar manche Bereiche mit einem leichten Minus. Bei Konstanz zum Beispiel, das wäre ein Minus, wenn wir es aus einer anderen Perspektive betrachten würden. Also auf gut Deutsch zusammenfassend können wir sagen, war der März zu heiß? Nicht besonders. Der März war auch so ziemlich normaler März. Jetzt wird spannend. Jetzt kommen wir nämlich zum April. Und der April ist jetzt, wie man sehen kann, fast überall blau. Mal abgesehen von Sylt und Helgoland und hier noch auf Rügen, aber ansonsten überall zu kalt. Das gab es eben, ich glaube zuletzt 1994 oder irgendwie so 92, irgend sowas um den Dreh, dass der so kalt gewesen ist. Und das ist jetzt auch wieder der Vergleich. Der ist selbst dann zu kalt, wenn wir die insgesamt viel kühlere Periode 1961 bis 1990 als Referenz zugrunde legen. Spaßeshalber habe ich die Grafik auch mal eingebaut mit den letzten Werten, also die Referenzperiode 1991 bis 2020. Dann sieht die Grafik nämlich ganz anders aus. Achtung! Tada! Und schwuppdiwupp ist zum Beispiel in Konstanz oder in Kempten gleich mehr als minus 2 Grad Abweichung, München Flughafen sogar minus 3 Grad Abweichung und auch bei Dresden haben wir minus 3,5. Und in dieser ohnehin schon aufgeheizten Zeit, in der wir uns heutzutage befinden, also wie gesagt, im Vergleich zu 1960 bis 1990 ist es ja inzwischen ohnehin wärmer und da sticht dann ein so kalter April, wie wir ihn gehabt haben, massiv aus der Masse heraus. Wenn wir nach oben hin mehr als 3,5 Grad plus hätten, dann würde man von Tendenz zum Jahrhundertsommer sprechen, also mindestens eine Tendenz dazu. Und so gesehen ist das streng genommen, kann man da zumindest mal den Profi fragen, den Meteorologen, ich kenne da die genauen Definitionen nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein Jahrhundertkälteereignis jetzt mal gewesen sein könnte, der April. Und der Mai verspricht auch viel zu kalt zu werden, weil den schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Allerdings dann wieder mit den alten Zahlen, also den im Vergleich zu 1961 bis 90. Ja, und hier sehen wir jetzt, dass auch der Mai sogar noch kälter ausfällt als der April und selbst in dieser Referenzperiode, die ja ohnehin kälter gewesen ist, haben wir hier überall deutliche Minuswerte und es ist ein sehr, sehr, sehr kalter Mai bisher gewesen. Sieht auch nicht so aus, als ob der in den letzten Tagen, die er jetzt noch hat, ihr seht da unten vom 1. bis 25. Mai sind die Daten nur, das heißt, da fehlen noch ein paar Tage Mai, aber es sieht nicht so aus, als würde es in diesen Tagen jetzt signifikant viel wärmer werden, um da diese sehr niedrigen Werte nochmal rauszureißen. Also wir können an dieser Stelle festhalten, der Anfang vom Jahr war nicht besonders kalt, ne? Also der Winter recht normal, es war ein Winter, ja, das ist allein ist ja auch schon mal was wert und dann hatten wir eben diesen enorm kalten April und diesen enorm kalten Mai und das hat halt jetzt positive Auswirkungen, beziehungsweise eigentlich für die Tiere selber negative Auswirkungen, aber für das Gesamtökosystem positive Auswirkungen auf die Vermehrungsrate von Schädlingen vor allen Dingen. Nutzinsekten, die man gerne haben möchte, vermehren sich auch langsamer. Das ist aber in unserem geschwächten Waldökosystem, das wir derzeit haben, weniger relevant als der positive Aspekt durch die
geringere Vermehrungsrate der Schadinsekten, sage ich jetzt mal. Und auch Pilze haben Schwierigkeiten, die dann Schaden anrichten könnten, sich bei diesen Temperaturen vernünftig zu vermehren bzw. auszubreiten oder generell zu wachsen. Ist also für die Natur schon gut und eine gewisse Erholungspause. Wenn es dazu jetzt noch massiv regnet, dann sind alle Verdingungen ganz hervorragend auf Grundwasserspiegel wieder ansteigen lassen, eingestellt, und die sehr geringen Wasserreserven, die wir nur noch in Deutschland haben, können sich unter solchen Bedingungen ganz wunderbar wieder auffüllen, sofern es dann sehr viel regnet. Und damit sind wir dann beim Stichpunkt Niederschlag und gucken uns die gleichen Karten jetzt nochmal mit dem Niederschlag an, damit wir auch da Bescheid wissen, wie es denn gerade aussieht. Erstmal der Februar, da sehen wir haben quasi in der geografischen Mitte von Deutschland ein deutliches Plus an Niederschlägen. Allerdings fällt im Februar ohnehin nicht so viel Regen. Ihr seht da jetzt die grünen Zahlen, das ist positive Prozente, sprich mehr so und so viel Prozent mehr Niederschlag als normalerweise üblich gewesen wäre. Auch hier wieder 1961 bis 1990 als Referenzperiode. Wenn die Zahl rosa ist, dann ist es deutlich weniger Niederschlag als zu erwarten gewesen wäre. Und schwarze Zahlen liegen so ungefähr im Normalbereich und sind jetzt keine große Besonderheit, sagen wir mal. Das heißt, wir haben einige sehr hohe Niederschläge in manchen Gebieten von 180% fast bis zu. Und wir haben aber auch ein paar Ecken, wo es deutlich weniger geregnet hat als normal. Zum Beispiel Helgoland hat circa die Hälfte abbekommen, Konstanz nur 71%, Lahr nur 68%. Das ist alles keine Katastrophe. Gucken wir uns dann noch die Zahlen oben drüber, über diesen bunten Zahlen, an. Da steht jeweils zum Beispiel 55,3, 48,3 und sucht euch eine Zahl aus. Das ist jeweils Liter pro Quadratmeter, also die absolute Regenmenge, die da runterkommt. Und das ist alles nicht besonders viel. Selbst bei Erfurt mit 179% haben wir nur 46 Liter. 46 Liter ist nicht besonders viel. Das liegt einfach daran, dass es im Februar generell auch unter Normalbedingungen oder langfristigen Bedingungen nicht viel regnet. Und dann sind fast das Doppelte von nicht viel Regen ist dann immer noch nicht besonders viel Regen. Sagen wir es mal so. Ja? Also, Februar ganz in Ordnung. So über Deutschland verteilt gesehen, aber auch nichts Besonderes. Im März stellt sich dann ein eher trockenes Bild dar. Da ist der Durchschnitt etwas zu trocken, wenn wir einen bundesdeutschen Durchschnitt bilden wollen. Ihr seht auch wieder so ungefähr, in welchen Regionen besonders trocken. Mannheim nur 47% zum Beispiel, Straubing nur 29%. Also das ist schon sehr wenig. Da beschwert sich keiner, weil wir haben immer noch nur März. Ja, und im März ist Regen für die Landwirtschaft nicht besonders wichtig. Der Forstwirt schreit auch nicht sofort, wenn es im März nicht regnet, und es gibt niemanden, der Regen vermisst. Deswegen ist er für die Natur trotzdem notwendig, und wenn es im März noch viel mehr geregnet hätte, dann hätte das auch wieder zum Auffüllen des Grundwassers beitragen können. Das hat aber nicht stattgefunden. Also wir haben vielleicht jetzt aktuell gerade das Gefühl, in Anbetracht dessen, dass es auch bei mir jetzt gerade regnet und gefühlt die ganze Zeit regnet, gefühlt. Und das ist das Problem mit Gefühlen. Ja, Gefühle sind keine Zahlen und keine Messwerte. Und man könnte denken, inzwischen hat sich all das Niederschlagsdefizit von 2018 und 19 und 20 wieder ausgeglichen, weil es regnet ja nur, aber das ist eben nicht so. Und im März war es zum Beispiel wirklich nicht besonders nass, im Gegenteil, in manchen Regionen auch wieder viel zu trocken. Ja, aber dann im April muss es doch ganz, ganz furchtbar viel geregnet haben. Spätestens da ging es dann doch los mit den vielen, vielen Regenfällen. Nein, leider. Auch das geben die Zahlen wieder nicht her. Man mag den Eindruck haben, doch, bei mir hat es ganz, ganz viel geregnet. Das kann in ganz seltenen Fällen tatsächlich so sein, dass man dann in einer Anomalie wohnt, in der es besonders viel geregnet hat. Also viel mehr als in der näheren Umgebung, aber das sind schon ganz gute Durchschnittswerte, die ganz gut angeben, was in der Landschaft so passiert ist, die wir hier auf dieser Karte sehen. Also der April war definitiv durchschnittlich im Vergleich von Gesamtdeutschland auch eher zu trocken.
Ja, und dann schließlich der sehr verregnete Mai, bei dem man das Gefühl hat, es geht die ganze Zeit nur die Welt unter. Da ist es tatsächlich so, wie wir hier jetzt sehen können, dass für die allermeisten Orte mindestens ein normaler Niederschlag vorliegt und ein leicht erhöhter auch gerne mal. Und jetzt gucken wir nochmal auf die absoluten Zahlen. Wenn wir uns zum Beispiel Kempten angucken im Allgäu mit 125%, das sind dann aber schon 144 Liter pro Quadratmeter. Und das ist dann schon auch eine Regenmenge, die man als es regnet dauernd wahrnehmen kann. Gleiches ins Konstanz, Augsburg, München und dann auch wieder oben an der Küste, bei Schleswig beispielsweise oder auf Helgoland. Das sind dann schon, also da dürfte es tatsächlich ordentlich mieses Wetter gegeben haben. Auch wenn Helgoland mit fast der doppelten Regenmenge trotzdem nur 72,4 Liter hat. Aber das verteilt sich ja als Nieselregen auch über einen sehr langen Zeitraum und dadurch entsteht dann eben auch der Eindruck, es würde die ganze Zeit nur regnen und tatsächlich ist hier jetzt einiges an Wasser vorbeigekommen und das ist ein Segen. Die Natur braucht diesen Regen unbedingt, weil wie wir ja gesehen haben, in der Vergangenheit so viel wie wir uns alle einbilden, hat es eben nicht geregnet. Dadurch sind die hohen Niederschläge jetzt im Mai auch wirklich sehr, sehr willkommen für den Wald. Eine ganz tolle Sache, unbedingt erforderlich und dürften sehr zur partiellen Regeneration des Waldes und den entstandenen Schäden aus den vergangenen Jahren beitragen. Das ist also eine ganz tolle Sache, insbesondere dadurch, dass diese Niederschläge auch für den Wald nahezu vollständig verfügbar sind. Das ist nämlich das Nächste. Nur weil es viel regnet, heißt es ja nicht, dass der Wald davon auch was hat. Und in diesem Fall hat er was von, weil die verdunsten nicht sofort. Es ist ja sehr kalt. Und zweitens, es sind auch keine starken Niederschläge, die dann auf den Boden, auf den ausgedörrten Boden prasseln und gar nicht versickern und im nächsten Fluss abtransportiert werden und der Waldboden hat nichts davon gesehen, sondern das versinkt wirklich alles auch im Waldboden und ist dann für die Bäume nutzbar. Das sind also sehr, sehr ergiebige, sehr nutzbare Niederschläge und das ist also wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht und eine schöne Entwicklung. Wenn jetzt der Juni so weitergeht, dann sind wir zwar immer noch alle nass und wollen alle Sonne haben und sind vielleicht erst recht depressiv wegen erstens Corona und zweitens dann auch noch schlechtem Wetter, aber für den Wald wäre es toll und das ist definitiv so. Das bringt uns dann auch jetzt mal wieder zum Dürremonitor vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und zwar ist eben dieser Dürremonitor eine ganz wunderbare täglich aktualisiertes Tool, das uns schön farblich darstellt, in welchen Regionen in Deutschland denn gerade eine Dürre herrscht. Und das hier ist jetzt die Karte vom Oberboden. Das heißt, die oberen 30 cm des Bodens, 0, also sprich Beginn des Bodens, bis 30 cm Tiefe und welche Wasserbedingungen da drin herrschen. Und zwar wird die Karte immer röter. Ja, da ist jetzt nichts rot und das ist auch gut so. Seltener das Dürreereignis ist. Also war es noch nie oder nur in ganz wenigen Jahren in der Vergangenheit jemals so trocken wie aktuell, dann würden wir hier ein tiefes, dunkles Rot sehen, was wir nicht tun. Das ist eine gute Nachricht, wie gesagt. Stattdessen sehen wir ein helles Gelb. Das ist außergewöhnlich trocken oder ungewöhnlich trocken. Das ist kein großer Grund zur Besorgnis und hat jetzt für sämtliche Bodentiere und Lebewesen, die da drin sitzen, jetzt auch keine gravierenden negativen Auswirkungen. Es gibt einem allerdings ein bisschen zu denken. Soll heißen, selbst nach gefühlt ewigen Regenfällen in letzter Zeit gibt es in Deutschland noch Regionen, insbesondere dieser große bräunliche Fleck da um Heidelberg in diese Ecke drumherum, da gibt es durchaus immer noch recht eine gewisse Trockenheitssituation, eine gewisse Dürresituation im Oberboden, die da eine Rolle spielt und da ist also nicht alles so was gesättigt, dass man von sehr nassen Böden sprechen könnte. Für Pflanzen also schon ein in Anführungszeichen Warnsignal, für die Wurzeln von Waldbäumen eine wahrnehmbare Situation, dass sie sich darauf einstellen, dass Wasser dieses Jahr eher nicht so gut
verfügbar sein wird, wenn es jetzt schon so aussieht, als würde es langsam knapp zu werden beginnen. Also das ist schon, das kann schon ökologische Auswirkungen haben, muss nicht zwingend, aber kann. Trotzdem generell, wer mal irgendwelche alten Videos zu dem Thema von mir gesehen hat, da sah die Karte eigentlich bisher immer schlimmer aus als jetzt. Also das ist das beste Bild der Wassersättigung, also der Dürresituation des Oberbodens so rum, dass ich euch jemals gezeigt habe, und das ist ein Grund zur Freude. Also freuen wir uns mal kurz, denn dann gucken wir auf den Gesamtboden und dafür geht einem die Freude nämlich gleich wieder. Denn da finden wir sie, die dunkelroten Bereiche, sehr wohl noch auf der Karte. Zwar gibt es jetzt auch große weiße Bereiche, wenn wir uns zum Beispiel Schleswig-Holstein angucken oder nördlicheres Niedersachsen, in denen tatsächlich überhaupt keine Dürre mehr herrscht. Auch ist der Schwarzwald komplett raus. In Bayern, im Alpenvorland, alles in Ordnung, größtenteils zumindest. Aber wir haben halt immer noch einzelne Regionen, die besonders wenig Wasser abbekommen haben, die im Regenschatten von Gebirgen liegen unter anderem. Zum Beispiel Baden-Württemberg, da kenne ich mich natürlich am besten aus. Ihr seht den Dürrestreifen entlang des Rheins, das ist das Rheintal. Neben dem Rheintal in Wetterrichtung liegen die Vogesen und die halten halt dann doch genug Wolke auf, dass es im Rheintal selber deutlich weniger regnet. Danach ist wieder alles weiß, wenn man weiter nach Osten geht. Da ist der Schwarzwald, der hält die Wolken auch auf, kriegt dann sämtliches Wasser ab und dann ist da erstmal wieder gut. Daher müssen wir uns, also muss ich mir persönlich, da wo ich wohne, keine Sorgen machen. Ich wohne schon wieder hoch genug am Berg, dass bei uns regnet. Zieht man 5 Kilometer weiter raus in die Rheinebene, hat man schon wieder Dürre. Also das ist schon manchmal kleinräumig durchaus ein Unterschied vorhanden. Nordrhein-Westfalen hat so ein paar trockene Ecken. Der Raum um Heidelberg, das haben wir ja eben schon gesagt, sieht auch beim Gesamtboden nicht besonders gut aus. Und vielleicht muss ich noch kurz erklären, was heißt jetzt Gesamtboden? Das heißt bis zu einer Tiefe von maximal 1,80 Meter. Das bedeutet, dass dann aber auch maximal, also mindestens 1,80 Meter, wenn man bis in 1,80 Meter messen möchte, Boden überhaupt vorhanden ist. Es gibt Ecken in Deutschland, da gibt es gar nicht einen 1,80 Meter tiefen Boden, weil nach 30 Zentimetern schon der Fels kommt und ein Fels kann kein Wasser speichern, ein Boden schon. Wenn wir uns zum Beispiel Norddeutschland angucken, da haben wir fast nur Sandböden, die sind alle sehr tief, die würden auch tiefer als 1,80 Meter gehen und möglicherweise befindet sich dann unterhalb von 1,80 Meter noch Wasservorkommen, die wir nicht messen können, die würden dann in dieser Karte auch nicht dargestellt und deswegen kann die Situation theoretisch sogar noch einen Hauch besser sein als hier dargestellt. Andererseits kaum eine Wurzel tiefer als 1,80 Meter. Das heißt, wenn da drunter noch Wasser ist, dann haben da die Pflanzen nichts von. Auch keine Bäume, auch die haben Schwierigkeiten, sehr tief mit den Wurzeln runterzukommen. Und dann sehen wir dann halt leider, dass in geografisch Ostdeutschland immer noch einige Ecken zu finden sind, wo die Dürre anhält. Das liegt nicht am aktuell so regenarmen Wetter, sondern das liegt einfach daran, dass durch die letzten Jahre es so sehr an Wasser fehlt, dass selbst wenn es jetzt regnet, ihr habt ja eben gesehen, der Oberboden ist nass, ja? Im Oberboden keine Dürre, im Gesamtboden schon, einfach weil das Wasser, das ja von oben kommt, nach logischerweise, wenn es regnet, einfach noch nicht ausreicht, um den gesamten Boden, diesen riesigen Körper von hoffentlich bald mal irgendwann feuchter Erde auch wirklich feucht zu machen. Und drum in der Tiefe kann es super, super trocken sein. Da reicht das bisschen Niederschlag, die meinetwegen 60 Liter pro Quadratmeter. Und selbst wenn es 100 sind, die wir jetzt im Mai bisher gehabt haben, das reicht natürlich bei weitem noch nicht aus, um diese furchtbar ausgetrockneten Böden, langfristig ausgetrockneten, über 3 Jahre ausgetrockneten Böden, jetzt schlagartig sofort wieder super quietschfidel und nass zu machen. Es ist also schon... Es müsste mehrere Frühjahre, wie das jetzt aktuelle, geben und dazwischen so gut wie keinen Sommer oder ein unglaublich nasses Jahr, vielleicht kriegen wir das ja noch, um die Schäden von 2018, 19 und 20 wieder auszugleichen. Also da darf man sich wirklich keinen Illusionen hergeben, dass es mit dem bisschen Regen, also ökologisch gesehen bisschen Regen, was wir jetzt die letzten Tage hatten, alles wieder in Ordnung sei und die Natur ist gerecht.
gerettet und ab sofort können wir wieder in der Sonne hocken und uns brutzeln lassen. Ja, also so ist es halt nicht. Aber es ist definitiv viel besser als auch schon, das muss man auch klar sagen. Und es gibt Hoffnung, und da unsere Wälder insbesondere gelernt haben, dass häufigere Trockenheit scheinbar was ist, mit dem sie rechnen müssen, könnte ich mir vorstellen, aber das weiß ich nicht genau, dass jetzt dieser Erholungsfaktor durch die aktuellen Niederschläge vielen Bäumen sehr, sehr helfen wird und auch dem Wald als solches bei seiner sich wieder Erholung ihn sehr unterstützen wird. Also es ist nicht nutzlos, was jetzt runterkommt, aber es ist noch längst nicht alles wieder in Ordnung. So, der Vollständigkeit halber hier noch die NFK-Karte, natürliche Feldkapazität. Je dunkelblauer, desto mehr Wasser ist für Pflanzen verfügbar zur direkten Aufnahme, zum direkt für die Photosynthese verwenden. Und da sehen wir in den Regionen, wo wir auch hohe Dürrewerte haben, da ist auch das pflanzenverfügbare Wasser gar nicht mal so gut. Da hat es jetzt die letzten Tage wieder mal nicht geregnet und dann wird das auch ganz schnell ganz viel trockener. Hätten wir da rot, wäre quasi kein Pflanzen verfügbares Wasser mehr verfügbar. Bei diesem Orange, diese kleinen Flächen mit Orange innerhalb des, ja, ich nenne es jetzt mal Beigen, da wird es aber auch langsam kleinräumig schon wieder kritisch. Und in anderen Gebieten, dunkelblau ist eigentlich Überschuss. Ja, so viel Wasser bräuchte es gar nicht. Das ist zu viel, in Anführungszeichen. Das macht den meisten Pflanzen auch nichts aus, wenn das mal kurz so ist. Aber ja, wenn man es besser verteilen könnte deutschlandweit, dann wäre allen geholfen. Aber das ist natürlich nicht der Fall mit menschenmöglichen Methoden, da irgendwie was zu richten, was da nicht im richtigen Maß runterkommt. Ja, also das sieht im Großen und Ganzen ganz in Ordnung aus. Da wir ja jetzt auch bereits Ende Mai haben, ist nicht zu erwarten, dass der Sommer so krass wird, dass er sämtliche Wasservorräte aufbraucht und überall zu großflächigen Absterben wegen vollständigen Wassermangel führen wird. Also ich bin da jetzt wirklich positiv gestimmt, dass wir einen Sommer bekommen, der vom Wald, gerade auch vom jetzt sensibilisierten und angepassten Wald, wo die Schwächsten der Schwachen schon weg sind, hatte ich schon erzählt, dass der dieses Mal gut verkraftet wird, der Sommer. Da bin ich jetzt wirklich mal optimistisch gestimmt, und sollte ich mich täuschen, dann ist das schlimm und doof und blöd, aber ja, das hilft dann ja auch niemandem weiter. Also hoffen wir mal, dass ich mich nicht täusche in diesem Zusammenhang. Ja, und das war es eigentlich, was man zum aktuellen Stand so sagen kann. Und dann habe ich noch einen Ben, der sich verabschiedet und im Wald hockt. Hier ist nochmal der Vergangenheits-Ben of the Future, der gerade nochmal Tschüss sagen wollte. Also der gleiche Ben wie am Anfang, der jetzt allerdings viel später kommt wie der Ben am Anfang von diesem Video. Das ist manchmal ganz schön schwierig, wenn man so mit den Vergangenheits- und den Zukunfts-Ben und wie dem auch sei, ich wollte mich eigentlich nur fürs Reinschauen bedanken. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, und hier regnet es jetzt schon wieder, beziehungsweise immer noch. Für mich immer noch, für euch schon wieder. Tschüss. Und das ist gut, die Natur braucht den Regen.